Ein Schiff, das zwei Molenköpfe passiert, passiert mit Passieraufstellung die eine und fährt zur anderen Welt. Die Reise geht noch ein bisschen weiter, das wissen alle, die einmal fortfuhren, anlegten und zeitverzögert wiederkehrten. Dein Seeherz erzählt dir keinen Seemannsgarn, denn Seeherzen sind aufrichtig, jeden einzelnen Tag, Tag und Nacht auf Wache aufgezogen und mit dir zur See gefahren. Seeherzen sind Wasserratten und doch erzählen sie manches erst an Land. Hör mal näher hin, was deins von diesem Einsatz zu berichten hat, was es dir von dir erzählen mag. Mal durch ein verschmitztes Lächeln, mal durch Ungeduld, Sehnsucht, Abenteuer, Durst, Müdigkeit oder Lebenslust. Mal durch eine Träne, die doch nur Salzwasser ist. Du wärst kein Seemensch, wenn sie nicht salzig schmecken wird. Zeigt sie doch nur eins, Wasser ist dein Element. Und wenn ein Teil von dir im Roten Meer geankert hat, noch Jahre später seinen kleinen steten Schwollkreis zieht, mal als Gedanke, mal als Witz, als Meinung oder als Tattoo aufblitzt, dann ist das so, weil manche Dinge nun mal so sind, unsichtbar verborgen bleiben. Keine Pressemitteilung dieser Welt dazu, ein Statement, eine Erklärung gibt, nur das, was man weiß, ist das, was man sieht. Wenn Einsatzmedaillen oder Bandschnallen Patina ansetzen, mag manche Erinnerung dagegen fangfrisch sein. Wichtig ist nur eins, Safeguard ohne Scheiß, du bist dabei nicht allein. Selbst tief unten, in der ölig-dunklen Bild, schwimmt drunter noch so manch buntes Meerestier. Vielleicht sogar ein U-Boot, ganz gleich, ob Vergangenes verdammt viel Freude macht und zeitgleich vielleicht wehtut. Denn zwischen einem Fregattentraum und dem Matrosentod liegt eine Moose-Milk und eine Handvoll Peanuts oder wenige Sekunden bis zum Raketeneinschlag. Bei jeder Mission gibt es stets zwei Seiten, die unsere und die gegnerische gegenüber. Auch dies sei bedacht. Das Leben ist manchmal so einfach. Hinter jedem Menschen, der handelt, steht einer, der ihn liebt und einer, der mit ihm lacht. Ein Schiff, das am Ende ruhig im Heimathafen an den Leinen liegt, eine Besatzung, die dennoch manches Manöver ein jeder für sich selbst in Gedanken fahren wird. In Träumen, in Gesprächen, in Fragen an den Alltag, an das, was man ist und das, was man auf See tat. All das, das man vielleicht mit Dankbarkeit oder mit Wut auf unseren Wohlstand hinterfragen tut. Ein Einsatz, mit keinem Satz erwähnt und doch in einem Satz gesagt. Statt eins noch drei mehr. Ein Seemensch, der voll am Tresen steht und in leere Gläser sieht. Eine Jukebox, die dabei geduldig Münzenschlager und Gefühle schlucken muss. Und in der Ecke unentdeckt ein ausgestopfter Kugelfisch, der durch den Rauch der Bar seltsam klar in das Seeherz gegenüberblickt. Fragen. In einem Proteinshake verrührt, als Gewicht gestemmt, ein Kuss als Antwort am Küchentisch gänzlich ungehemmt. Fragen, vielleicht auch leidenschaftlich überliebt und dennoch bleibt eine fehlgraue Erinnerung im Seeherz bleiben, die nun mal in Erinnerung blieb. All das geschieht und doch geschieht es nicht. Ganz gleich, so wie ein Schiff bei Sonne und im Sturm stets auf dem Wasser schwimmt, sind es Menschen an Land, die bei jedem Wetter bei dir sind. Manchmal greifbar neben dir oder am Telefon, in Gedanken oder erfragt, vielleicht offensichtlich oder zu einer festen Öffnungszeit. Was auch immer ist, das sei dir gesagt, lieber Seebär und liebe Seebärin. Du bist nicht allein. Es wird immer einer irgendwie irgendwo neben dir, an Steuerbord, an Backbordseite, an deiner Seite sein. Denn zu Hause ist da, wo man sich zu Hause fühlt und das, was war, vergisst. Auch das ist das Gefühl, wenn man endlich wieder zurück zu Hause angekommen ist. Denn kein gewiefter Heizer, noch kein mürrisch Kapitän können Seeherzen befehlen. Sie machen ihr eigenes Ding, wie manch Anlage an Bord, fahren mit eigener Geschwindigkeit vom Auslandshafen hin zum Heimatort.